Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm, da runter! Verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur Minen! Minen! Tod! Tod! Ach, verdammt, ich hasse... Sowas hasse ich! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur Minen! Minen! Bitte! Das ist doch doof. Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur Minen! Minen! Eisen! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumherum steuern! Dann brechen Sie eben durch! Oh nein! Oh nein! Oh. Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle! Ich bin auf vollem Schub! Es wird langsamer! Okay!
Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alex SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Tschüss. Hat so geschafft, würde ich sagen. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Was muss ich da machen? Ah, okay. Jetzt müssen wir auch auf das Chinesi einsetzen, wenn ich die Sache so sehe. Aber hier kann ich sonst nichts machen. Bla bla bla. Hey, wir wollen uns mal wieder ein bisschen beeilen. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Ja, das ist mal auf. Gehen wir müssen auch da lang? Ja. Ich wollte jetzt gerade schwingen, aber ne? So typisch wieder so überlegen erstmal. Ach, wir haben eine neue Waffe. Schwerer Stein. So. Ah, ne, die muss ich bewegen. Was? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die Dinge anfangen muss. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Alter Isaac, kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Okay. Isaac. Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Okay. Was ist das denn? Das. Okay. Testerkern. Habe ich jetzt nicht bekommen, die Sache? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich für uns zu gehören. Ich sehe mal so nichts hier. Dass ich mal nachladen müsste. Das ist eine Sackgasse.
Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Ja, das hier hochfahren. Ja, jetzt, ne? Veräppel mich doch hier, du blödes, blödes Teil, ey. Na, geht doch. Schön, machen wir. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Probieren wir's mal aus. Willkommen bei der Bank. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf die Waffenteile. Was sind die Waffenteile? Benutze das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitung zu bauen, die du gefunden oder von einem Co-Partner erhalten hast. Benutze das Menü Waffen Upgrade, um deine Waffe mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade, Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Clipgröße und Feuerrate. Benutze das Menü Objekt herstellen, um aus Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Pakete, Stase-Pakete und mehr herzustellen. Benutze den Save, um dein Inventar zu verwalten. Gelagerte Waffen findest du hier. Teile und verkaufe und verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Okay. Ich habe keine Ahnung. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Was? Hat ein oberes Tool. Kombiniert Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Die meisten Waffen haben Platz für untere Tools. Ziele und drücke RB, um unsere Tools abzufeuern. Drehe LS, um verschiedene Kategorien von Waffen auszuwählen. Okay, wir haben jetzt das da. Neue Waffe herstellen. Wir können es wieder herstellen. Oberes Tool, diese Waffe teilen legen. Okay. Okay, kostet 20. Wie viel haben wir denn überhaupt? Vorrat nicht. Doch so viel. Ich bin ein wenig verwirrt jetzt von den ganzen, aber egal. Ich hab keine Kasse. Freigeschränkt. Yay. Da ist jetzt irgendwas zusammengebastelt und ich hab keine Ahnung von was. Neue Waffe wurde in deinem Safe abgelegt. Ich will die aber nicht im Safe haben, ich will die hier haben. Ich will... Ernsthaft? Das... Jetzt aber. Rahmen. Alle Waffen haben als Grundgerüst einen Rahmen. Die meisten haben Platz für einen obersten und untersten Tool. Teil anbringen. Schalte ich. Zurück. Pläne. Was ist da neu? Wie viele Pläne gibt es da eigentlich? Rechte Waffenslot. Okay, da muss ich... Fachchinesisch. Können wir die jetzt mitnehmen? In der linken Waffenslot verschieben. Ist das jetzt überhaupt eine Waffe? Ich muss schon abdrucken.
Okay, das ist meine neue Waffe. Ja, okay, komm ich klar mit. Aber ich habe nur zwei Waffen zur Auswahl. Das sind diese wenig nur, aber egal. Ich will auch sagen, hier beende ich auch erstmal. Hab's lang genug gespielt und. Ah. Zeile bekommen. Mal nachladen. Ah, okay. Jetzt ist es anders, dass es nicht mehr so gemacht wie beim anderen Teil, dass man halt jetzt Energieknoten bekommt und so ein Zeug, sondern. Okay. Man bekommt jetzt das. Und Eisenteil. Was auch immer ich für den nur anfangen kann. Boah, nicht schlecht. Okay. Wie gesagt, ich beende hier das jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier lasst ruhig einen Kommentar. Und ja, das war halt alles ein bisschen. Wie soll ich sagen? Es war gerade ein bisschen alles verwirrend noch für mich. Ich werde da wahrscheinlich erstmal nämlich noch ein bisschen mit beschäftigen müssen. Sonst komme ich ja nicht näher. Aber es war schon lustig und der Teil ist von der Machart für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich halt auch Menschen erschießen musste. Ich meine, musste ich zwar auch im zweiten Teil ein paar, aber ich bin es dann doch gewohnt, wenn ich die Necromorphs machen, töten muss. Ja, ich bin mal gespannt, wie es noch wird und was das noch alles so, was noch alles auf mich zukommt. Ja, lasst ruhig einen Kommentar, wie gesagt, wenn ihr es möchtet. Und ansonsten, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao.